Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und willkommen bei den Filmkritiken vom Telestammtisch, hier und jetzt zur Besprechung von Das leere Zimmer, einem Film von Ilka Çatak, der am 4. Mai 2023 in den Kinos startet. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber zum Glück jemanden an meiner Seite, der das bereits getan hat. Hallo Stu. Hallo Paul, ich gebe dir eine 2 plus für deine Anmoderation, hast du sehr gut gemacht. Puh, da bin ich aber erleichtert. Stu, fass uns doch mal ganz kurz zusammen. Worum geht es in Das leere Zimmer? Gut, weil ich jetzt nicht angeben möchte, werde ich jetzt einfach die offizielle Synopsis des Verleihs vorlesen. Carla Novak, eine engagierte Sport- und Mathematiklehrerin, tritt ihre erste Stelle an einem Gymnasium an. Im neuen Kollegium fällt sie durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule zu einer Reihe von Diebstählen kommt und einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen. Zwischen empörten Eltern, rechthaberischen Kollegen und angriffslustigen Schülern versucht Carla zu vermitteln, wird dabei jedoch schonungslos mit den Strukturen des Systems Schule konfrontiert. Je verzweifelter sie sich bemüht, alles richtig zu machen, desto mehr droht die junge Lehrerin daran zu zerbrechen. So, Moment, ich muss mir kurz notieren. Also die Zusammenfassung war eher eine 4+, weil sie bei ihrer Kollegin A la Mode Film abgeschrieben haben. Aber darüber reden wir nach der Stunde. Willst du es jetzt so machen? Okay, verstehe. Das leere Zimmer. Ich bin ehrlich, ich habe den Trailer mir gerade vor der Aufnahme nochmal angeschaut und bis ich den Trailer gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, das ist eine deutsche Komödie, so im Stile von Frau Müller muss weg und eingeschlossene Gesellschaft, und ich habe mich gefragt, wann Anke Engelke denn jetzt das leere Zimmer betritt. Aber nein, ist es gar nicht. Es ist gar keine deutsche Komödie, sondern ist halt auch im Trailer eher wie ein Sozialdrama aus. Tatsächlich habe ich mir den Trailer gestern Abend zum allerersten Mal angeschaut. Also ich habe den Film wirklich, ich hatte kaum Vorkehrt, dass ich wusste, dass der Film Das Lehrerzimmer heißt, und mir musste ich nicht. Und sei mir ehrlich, der Titel ist schon mal irgendwie unsexy, ja, ist, sei mal gesagt. Ja. Und als ich den Trailer gestern gesehen habe, weckte der bei mir so ein bisschen das Gefühl fast schon eines Horrorfilms, so ein bisschen. Also diese 2,5 Minuten, die er lang ist, hatte ich das Gefühl, das wirkt alles so ein bisschen... ja, unbehaglich, fast schon so ein bisschen bedrohlich, jetzt nicht so auf die ganz grobe Keule, aber ich fand es eigentlich für einen Trailer sehr gut. Also hätte ich den Trailer vorab gesehen, hätte ich, glaube ich, richtig Bock gehabt, den Film zu sehen. Jetzt habe ich ihn aber halt schon gesehen und ich muss sagen, ich tue mich da echt schwer mit der Kategorisierung. Es ist ein Sozialdrama, ich finde aber auch, es hat was sehr Tragikomisches, auch durchaus was Satirisches. Ich musste, und ich war da von mir ein bisschen erschrocken, ich musste teilweise auch ein bisschen schmunzeln. Auf eine schwarzhumorige Art und Weise hat er mich nämlich durchaus auch bekommen in einigen Szenen. Trotz allem ist das doch ein eher ernster Film und ich sag so viel, er hat mir gut gefallen. Behält er sich denn während seiner Laufzeit so, also du hattest schon gesagt, so im Trailer hatte ich auch das Gefühl, dass er sich so auch zuspitzt wie so ein Thriller, würde ich sagen. Behält er sich denn jetzt in seiner Laufzeit eher diesen Dramenanteil oder kommt dann auch das durch, was vielleicht der Trailer, wo der Trailer jetzt die Spannungsschrauben stellt? Also die Bezeichnung Thriller finde ich gar nicht mal so abwegig, muss ich sagen. Natürlich geht es jetzt hier nicht um irgendwelche Serienkiller, der bleibt schon wirklich in seiner Welt verankert. Es geht also um, in Anführungszeichen, schulische Probleme, aber damit eben auch gleichzeitig menschliche und auch gesellschaftliche Probleme. Und die spricht ja irgendwie alle an. Und im Zentrum steht ja diese Carla Novak und die ist wirklich eine Idealistin. Und es ist total interessant zu sehen, wie sie für ihren Idealismus einsteht, für ihn kämpft, aber auch nach und nach immer weiter irgendwie auch einsehen muss, dass sie nicht unbedingt
mit ihrem Idealismus weiterkommt, obwohl er in vielen Facetten ihres beruflichen Alltags auch wirklich richtig erscheint. Also es gibt zum Beispiel relativ früh zu Beginn die Situation, dass vor ihrer Klasse ein paar Jungs halt nach vorne gebeten werden von der Direktorin und irgendwelchen Ermittlern, die ihre Taschen entleeren sollen und ihr Portemonnaie da zeigen sollen, weil Geld gestohlen wurde. Und das ist natürlich eine Sache, die kannst du so nicht bringen. Und dafür, das finden sie halt kacke. Und ihrem Kollegium gibt es halt Leute, die sehen das anders. Und ich finde das ganz schön, dass der Regisseur, der auch das Drehbuch, glaube ich, mitgeschrieben hat, da ist immer so eine, zumindest bei mir, so eine Balance geschaffen hat, dass ich irgendwie jede Seite verstehen konnte. Und ich konnte immer so für mich abwägen, so bei welchem Team würde ich jetzt mitspielen? Würde ich jetzt auf der Seite der Idealisten spielen oder auf den Seiten der, nennen wir sie einfach mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, der Realisten? Auch wenn das vielleicht auch total falsch klingt. Und das fand ich sehr interessant und auch sehr spannend. Also ich habe wirklich von Minute 1 an eigentlich immer so für mich selbst während des Schauens überlegt, was würde ich in dieser Situation tun, und war wirklich sehr froh, dass ich zum Glück in dieser Art von Situation noch nie war und auch hoffentlich niemals kommen werde. Das klingt jetzt für mich aber zumindest nach einer recht ambivalenten Betrachtung dieses Themas. Also ich nehme an, sie steht schon im Vordergrund, die junge Frau, aber wird dieser, also ich kann es jetzt, wie gesagt, ich kann nur jetzt auf Grundlage des Trailers sprechen, dass mit diesem Thema, man kennt ja diesen Idealismus, oder das kennt man ja auch aus, ja, nehmen wir doch gleich mal die Komödien über Schuhen, jetzt vielleicht nicht die deutschen Komödien, aber ich kenne viele französische Komödien, wo dann so ein sehr idealistischer Lehrer im Vordergrund steht. Aber also hat das da so einen gewissen Kitsch oder so? Nee, oder wird nicht. Das dann schon sehr ambivalent dargestellt? Nee, also Kitsch oder so gar nicht. Ich fand die Betrachtungsweise und auch die Inszenierung eher realistisch. Also das letzte Bild hat schon was sehr Übertriebenes, fand ich, was sehr, auch was im positiven Sinne was Theatralisches, aber wie gesagt, das ist, ich kann es jetzt hier nicht verraten, aber so zu erfindet, wie ich fand, einen sehr schönen Schlusspunkt. Also nach der Vorführung gab es viele, die das Ende misslungen fanden. Ich fand das Ende aber sehr stark, weil es einen halt nicht so entlässt mit diesem Gefühl des, okay, wir haben alle Probleme bereinigt, sondern mit diesem Gefühl so, es gibt halt auf einige Sachen scheinbar keine einfache Lösung. Wie schlägt sich denn die Hauptdarstellerin Leonie Leonie Benesch, beziehungsweise durch das Setting allein vom Lehrerzimmer beziehungsweise der Schule gibt es ja bestimmt auch einige JungdarstellerInnen. Wie fällt das Ganze denn schauspielerisch aus? Also ich muss sagen, diese Leonie Benesch, die scheint ja wohl zuletzt auch bei dieser Serie Der Schwarm dabei gewesen zu sein. Da könnt ihr gerne in unsere Kritiken reinhören. Ich habe das nicht gesehen. Und die fand ich ganz famos. Also die fand ich wirklich herausragend. Ich meine ja auch, dass der Film für den Deutschen Filmpreis mehrfach nominiert ist. Also ich glaube, der Frontrunner ist natürlich im Westen nichts Neues, aber danach, glaube ich, mit 5, 6 oder 7 Nominierungen kommt Das Lehrerzimmer. Und die spielt wirklich richtig, richtig toll. Und ansonsten ist die Besetzung, also da gibt es keinen Darsteller, Darstellerin, wo ich sage, der habe ich die Rolle nicht abgenommen. Ich kannte noch Eva Löbau aus der ZDF-Serie Lerchenberg. Wer das nicht kennt, um ihn gucken, ist es sehr amüsant. Die spielt eine Sekretärin, die auch eine wichtige Rolle beinhaltet. Das ist auch so, das ist eine Rolle gewesen, wo es, glaube ich, echt darauf ankommt, wie man es selbst diese Situation erfasst, in die sie steckt. Denn sie wird halt beschuldigt, geklaut zu haben. Aber du kannst nie sicher sein, hat sie es wirklich getan. Es gibt Beweise, die dafür sprechen, aber diese Beweise sind nie klar genug, dass du wirklich sagst, ja, ganz eindeutig, sie war es. Und das stößt so, wenn man so will, so ein bisschen die große Handlung dann an und entwickelt sich zu einer, ja, in Teilen für mich zumindest ganz amüsanten Tragödie. Und wenn ich jetzt Tragödie sage, bitte erwartet jetzt nicht, dass der nächste Schulamoklauf gezeigt wird. Das ist es halt nicht. Also er bleibt wirklich bodenständig, was ich ihm sehr hoch anschätze, weil es wäre, glaube ich, ein einfaches gewesen, da jetzt ein riesengroßes Fass aufzumachen. Aber dieses Fass, was er aufmacht, ist, glaube ich, nur wirklich in diesem inneren Kreise dieser Figuren wirklich groß. Ich glaube, von außen betrachtet ist das mehr so ein Furz im Wasserglas. Aber ein eindringliches Drama vielleicht, was das Ansehen des deutschen Films auch mal so wieder so ein bisschen poliert. Also, das ist ein toller Film. Ob er jetzt aus Deutschland, Frankreich, Polen, USA, England oder was ich herkommt,
ist mir halt ziemlich Wurst, aber der ist, also mir hat der wirklich gut gefallen. Ich kam aus dem Kino raus und der hat noch gearbeitet, aber gleichzeitig fand ich ihn auch wirklich unterhaltsam. Also der war wirklich, das ist so ein anspruchsvolles Kino, wo ich das Gefühl habe, dass damit kannst du halt echt, glaube ich, viele Leute abholen, die halt zumindest offen dafür sind, es überhaupt mal auszuprobieren. Das ist jetzt kein kunstgewerbliches Arthouse-Kino, das ist aber auch kein kreischender, marktschreierischer Blockbuster. Das ist einfach ein gut erzähltes, gut gespieltes, gut geschriebenes Drama, das viel, glaube ich, über unsere Gesellschaft aussagt. Ob man damit, was da ausgesagt wird, zufrieden ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich für meinen Teil kam sehr zufrieden und ja, im positiven Sinne belehrt aus dem Kino. Ich glaube, dass du mit deiner Meinung bestimmt den einen oder anderen noch neugierig gemacht hast. Mich hatte der Film, wie gesagt, auch schon beim Trailer. Der ist gut, ne? Den fand ich auch nicht schlecht. Und wie gesagt, hat erstmal mit meiner Vorstellung gebrochen, was ich eigentlich von diesem Titel da erwartet hatte. Aber gut, wenn du dann nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen. Eine Sache hätte ich noch. Also, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage aus der Schule raus. Aber was mich wirklich seit gefühlt 20 Jahren immer wieder stört bei Filmen, die in Schulen spielen, gerade in Europa oder in unserem Breitengrad, dass diese Schulen immer mehr aussehen, als wären das irgendwelche Lofts oder Hightech-Fabriken, ja. Und ich weiß. Fabriken trifft. Ja, es ist halt wirklich so. Und ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben. Ich nehme mal an, sie haben es vielleicht während der Ferien oder so, in einer echten Schule gedreht. Diese Schule sieht halt wirklich aus wie eine Schule. Und das fand ich toll. Das fand ich wirklich toll. Das muss ich noch unbedingt loswerden. Und ansonsten habe ich alles gesagt und sage nochmal klare Empfehlung für das Lehrerzimmer am 4. Mai im Kino. Dann sage ich nochmal vielen Dank für deine Einschätzung zu das leere Zimmer. Ich weiß nicht, wir können ja jetzt noch beratschlagen, welche Note wir uns beiden für diese Besprechung geben würden. Das machen wir in der ganz klassischen Gruppen- oder Zweierarbeit, Partnerarbeit, so heißt das. Paul, wenn du nicht willst, dass ich das Klassenbuch über den Zettel schieße. Herr Lehrer, ich habe nicht getrunken. Nein, aber ja, das beratschlagen wir gerne jetzt, wenn die Mikrofone aus sind. Aber wenn ich nicht minimum eine 2 Minus bekomme, dann kracht es, das sage ich dir jetzt schon. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder hier vorbei beim Tierstammtisch, wenn wir auch noch ganz viele andere Filme und Serien besprechen, die jetzt zurzeit im Kino oder bei den Streaming-Anbietern laufen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen dabei. Abonniert uns auf Spotify oder auf den anderen Podcast-Portalen, wo man den Tierstammtisch auch noch bewerten kann. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.